In diesem Video möchte ich eine super coole Modifikation von Nando vorstellen, welcher die Vampirwelt Forgotten Hollow in eine asiatisch inspirierte Welt verwandelt hat. Wenn euch die immergraue Welt aus dem Vampire Gameplay Pack langsam etwas langweilt, gibt es jetzt eine interessante neue Modifikation. Wenn ihr diese im Spiel habt, seht ihr schon direkt das veränderte Welten-Icon sowie die überarbeitete Kartenübersicht von Sakura Hills. Alles wirkt direkt viel freundlicher und heller, außerdem wurde der Weltenkern ebenfalls etwas angepasst, welcher jetzt Zäune aus rötlichem Holz hat. Auch wurden fast alle Hinweise auf die vorige Vampirwelt entfernt, nur die Grundstücke müsst ihr dann in der Region austauschen, da diese so natürlich nicht mehr ins Spiel passen. Wenn ihr auf die Vampirwelt verzichten könnt, solltet ihr euch diese Modifikation definitiv mal genauer ansehen. Alle Spieler können diese ab dem 6. April über den Link in der Beschreibung laden oder auch ab jetzt, falls ihr Nando auf Patreon unterstützen wollt. Noch einen besonderen Hinweis zur Installation dieser Mod. Wenn ihr euch das ganze Mod-Archiv heruntergeladen habt, müsst ihr den Asian Adventures Ordner in euren Mods-Ordner verschieben, so wie ihr es normalerweise auch macht. Die GP04 VampireWorld01.World-Datei aus dem Worlds-Ordner allerdings kommt an einen anderen Ort, nämlich in euer Spieleverzeichnis, welches ihr standardmäßig unter C, Program Files 86, Origin Games, D-Sims 4, GP04, Worlds und Areas findet. Packt die dort bereits vorhandene Weltendatei in einen neuen Ordner und legt die neue Weltendatei aus dem Mods-Ordner stattdessen ab. Wiederholt diesen Schritt auch im Delta-Ordner unter D-Sims 4. Also Worlds, Areas, Backup-Ordner anlegen und die Originaldatei dorthin verschieben. Wenn ihr die Mod deinstallieren wollt, müsst ihr einfach nur die Weltendatei aus eurem Backup-Ordner wieder an den Ursprungsort zurückversetzen. Hoffentlich gibt es von den Entwicklern ebenfalls nochmal eine Welt im asiatischen Stil, das wäre wirklich klasse. Werdet ihr euch die Modifikation herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.